Moino, liebe Leute, und willkommen zu diesem Livestream zu Super Mario Maker 2. Ja, schon im zweiten Part wird es einen Stream geben, habe ich mir gedacht, weil ich gerne das vernetzte Spielen, also das Online-Gaming, jetzt gleich als nächstes dran nehmen möchte. Ist halt die große Neuerung, ja. Und so als Live-Vorstellung habe ich mir das ganz geil ausgemacht, zumal ihr ja, wenn ihr Glück habt, auch noch mit reinkommen könnt und wir dann so das erste Mal ein bisschen miteinander oder gegeneinander spielen können, ne? Wichtig ist aber natürlich eine gute Internetverbindung. Also connectet euch bitte über LAN, ansonsten macht das allen keinen Spaß. Ich habe Verschiedenes gehört. Ich habe es auch im ersten Part schon angeschnitten. Bei einigen geht's gar nicht, die haben viele Lags, andere eher weniger. Wir gucken mal. Ich selber habe ja eine 500.000er Down und eine 50er Upload-Leitung, also an mir liegt's definitiv nicht. Wir schauen mal, was hier abgeht. So, das hier ist natürlich lokal, ne? Später wird das dann auch noch über Internet mit Freunden gehen, aber der Patch ist noch nicht da. Deshalb haben wir hier nur diese beiden Optionen, miteinander oder gegeneinander. Wir machen jetzt erstmal einen auf Freund und spielen miteinander. Wir haben zusammen viel, viel Spaß. Und danke übrigens für den heftigen Support. Die meisten Mario Maker Parts haben die 10.000 Likes geknackt, was natürlich für mich sehr ungewöhnlich und sehr, sehr viel ist. Also, bam, danke dafür. Jetzt hoffe ich aber nicht, dass wir direkt am Anfang einen... Es konnte keine Verbindung hergestellt werden bekommen. Oder so ein Scheiß. Ah, nee, okay. Vier Leute am Start. Link, Guardia, Nintendo, Superflip und Captain Me. Aber warte, sieht man denn gar nicht die Nationalität? Bitte stimme für einen Schwierigkeitsgrad. Ja, komm, also, wenn schon, denn schon, ne? Wir machen hier mindestens schwer, du. OMG, Nintendo ist live. Ja. Und APG, Ross Jazz Music, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft und willkommen bei den VIPs. So, ich bin Luigi. Das wird, soweit ich weiß, immer zufällig ausgewählt. Man kann ja Mario, Luigi, Toad und Toadette spielen. Ach du Scheiße. Das sieht schon mal laggy AF aus. Das ist ein normales Level, was man einfach nur schaffen muss und hat eine Mission. Oh my fucking goodness. Ja. Input-Lag und genereller Lag ohne Ende. Boah, das mit dem Chip-Chip war knapp. Diese verdammte Toadette hat versucht, mich mit dem Block aufzuhalten. Oh! Ich versuche, in Zeitlupe auszuweichen. Es hat geklappt. Ein Power-Up wäre aber trotzdem ganz dufte. Vielleicht ja da. In dem Block. Schauen wir mal nach. Yes, Toadette ist tot. Ist mein ärgster Verfolger. Ja, ich auch, aber nur weil ich nicht diesen hohen Sprung ausführen konnte. Starte ich jetzt wieder am Anfang eigentlich? Was? Man kann sich's aussuchen? Ja, natürlich will ich von hier starten. Wer sagt denn freiwillig von Anfang an? Das ist doch absoluter Blödsinn. So. Oh nein, schieb, schieb. Ach komm, aber es macht doch so keinen Spaß, Alter. Es laggt ja ohne Ende. Ich hoffe, wir haben später mehr Glück. Hä, aber warum kann man denn das auswählen, von wo man starten möchte? Niemand will doch bitte schön vom Anfang starten, oder? Achso, by the way, und wir spielen zwar miteinander, aber es geht natürlich trotzdem irgendwo darum, hey, wer erreicht als erstes das Ziel? Es gibt sogenannte Wettkampfpunkte, die man hier bekommen kann, je nachdem, wie man abgeschnitten hat. Und, ja, je schneller man ist, desto mehr Punkte gibt's. Ist ja klar. Die Level, die wir hier spielen, sind, soweit ich weiß, alle von Spielern erstellt. Also das sind jetzt keine vorgefertigten von Nintendo oder so. Yes, ich glaube, ich bin Erster. Sondern das sind wirklich ganz normale, die man auch so per Levelsuche finden könnte. Wenn nein, dann berichtigt mich gerne im Chat oder in den Kommentaren später. Holy shit. Aber das Level ist schon ziemlich gut. Moment, ich brauche einen Schlüssel? Hä? Was ist das denn für eine Verarsche? Ich hab doch die Kiste in der Hand. Warum kann ich denn damit diese... Oh, oh, das Ziel. Yes. Warum kann ich denn damit bitteschön nicht die Biene besiegen? Naja, egal. Ich bin Erster, aber es war ein Lag-Desaster.
Und es gab wohl noch einen optionalen Weg oder ein Secret, weil es 3 Red Coins zu sammeln gab. Deswegen auch der Schlüssel. Waterwave Jungle, da sehen wir es nochmal. Das Level war von Zaynex. Vielleicht ist er ja sogar im Chat. So, aber kriege ich jetzt keine Punkte oder was? Ist das nur im Gegeneinander so und nicht im Miteinander? Och, dann habe ich ja gleich mal Blödsinn gelabert. Aber, wir schauen mal. Ja, aber warte, was hat denn das dann für einen Sinn, miteinander zu spielen? Das ist zwar spaßig und so, aber wenn du keine Punkte bekommst, dann, hey, wen juckt's? Na gut, Leute, aber dafür ist das ja da. Ich spiele das hier jetzt zum ersten Mal, deswegen muss ich es auch erstmal kennenlernen. Also offensichtlich ist miteinander echt nur just for fun. Und gegeneinander ist dann das, wo man Punkte bekommen kann. Wir machen das noch einmal miteinander und dann, glaube ich, steige ich um. Weil wir sicherlich alle den Wettkampf haben wollen, oder? Welcher Grafikstil ist dein Favorite? Ist schwer zu sagen. Also momentan bin ich schon sehr angetan von 3D World, rein optisch. Wie gut, dass wir das jetzt auch gleich bekommen. Oh, und weniger Lag. Das läuft flüssig. Ja, wobei nicht 100%. Ja, sagen wir mal 99%. Ich habe einen minimalen Input-Lag, aber es geht voll klar. Absolut. Yes, vor allem verglichen mit der Scheiße davor. Also, es steht momentan 1:1 für den Online-Modus. Einmal Kacke, einmal... Ja, kann man machen. Komm schon, wir werden Erster. Oh mein Gott, wie dumm. Ja, super. Ich habe mich dumm angestellt, ohne Ende. Und auch noch aus Versehen vom Start anfangen gewählt. Ach komm, das ist doch scheiße. Das will doch niemand. Wer will denn das? Warum ist denn das auch voreingestellt, dass man immer vom Start beginnt? Ich verstehe das nicht. Es sollte, wenn dann, automatisch ausgewählt werden, dass du bei dem Zweitplatzierten startest, oder? So, einer hat schon das Ziel erreicht. Also irgendwie ist das Miteinander nicht so das Wahre. Erstmal, weil es keine Punkte bringt und zweitens, weil das mit dem Start sehr, sehr weird ist. Naja. Dann machen wir jetzt mal gegeneinander. Ich glaube, das bockt mehr. So. Unkreativ für einen Namen. Danke dir für 1 Euro. Und ZabbyX2 wurde Kanalmitglied. Willkommen bei den VIPs. Mr. G0269 hat 2,29 dagelassen. Was sollte ich eigentlich hier hinschreiben? Ja, in die Donation-Mail kannst du hinschreiben, was du willst. Irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest. I don't know. Hast du Flaschen bereit? Nur eine Glasflasche, aber ich bin guter Laune. Also, selbst wenn jetzt hier Furchtbares passiert, ich nehme das alles mit Humor. Einer fehlt noch. Komm schon. Ja gut, ich glaube, das ist jetzt aber nur aufgetreten, weil keiner erschienen ist, wieso auch immer. Eigentlich müsste der Online-Modus doch voll ohne Ende sein. Es ist schließlich ein Tag nach Release. Dein Mii ist cringe. Hä? Warum? Es ist ein ganz normales mit einem Bart. Was zur Hölle ist daran bitteschön cringe? Ja, jetzt werden auch die Punkte eingeblendet. Einmal habe ich gegeneinander schon online gezockt. Das war vor Release. Aber das war's. Und ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Schaffe ich das jetzt nochmal? Mit Toadette. Es hat am Anfang kurz geleckt, aber jetzt geht's wieder. Ja, es geht. Boah, der Schuh, ne? Der Schuh ist fies. So, es hat jetzt viel Zeit gekostet, aber ich habe mir den dafür auch gekrallt. Oh, lol! Oh, was eine Rettung! Oh my goodness! Jetzt fängt es dann doch ein bisschen an zu stocken! Ah! Vor allem das Fiese ist, mal leckt's und dann hört es plötzlich wieder auf. Du kannst dich ja da gar nicht drauf vorbereiten. Boah, Nintendo, bitte verbessert das. Danke. Okay, ich bin aber Erster, weil die anderen sind auch alle gestorben. Oh! Scheiße, es stockt! Es brennt! Es brennt! Es brennt! Ich darf nicht sterben! Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint! Yes! So, und ich glaube, jetzt beim Gegeneinander startet man auch automatisch immer von hier. Komm, wir kriegen das hin, Mann. Oh, leck, 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 leck,
Was? Einer hat aufgegeben. Entweder weil ihm das Level zu schwer ist oder weil er zu triggert ist wegen dem Lag. Keine Ahnung, aber wir ziehen durch. Oh crap. Komm schon, das schaffen wir. Es ist bestimmt nicht mehr weit. Ja, das sieht gut aus. Oh, noch ein Checkpoint. Ich sehe schon. Ein P-Switch Run. Wuhu! Nein! Boah, ich hab's doch noch geschafft. Bam! Werden unsere Level auch gespielt? Egal, kommt das gleiche raus. Level war gut. Im dritten Part vermutlich. Ich versuche das nämlich immer so ein bisschen einheitlich zu halten und nicht zu mischen. Aber im dritten Part werde ich vermutlich die ersten User-Level dann spielen. Das Formular zum Einreichen befindet sich in Part 1 beim angepinnten beim angepinnten Kommentar. So. Was heißt denn das D eigentlich? Ist das ein Rang? Wahrscheinlich. Ha, da steht's. Siehst du, 2 Siege in Folge. Yeah. Weiterspielen. Lucky AF. Als ob. Das war Skill. Normalerweise ist meine Verbindung gut, aber das hier war für mich unspielbar. Ja, dann lag's ja nicht an dir. Jojo. Dann lag's an deinen Mitspielern. Weil es reicht ja schon, wenn einer eine Kackverbindung hat oder in einem niedrigen WLAN drin hockt. Und schon ist das Spiel für alle im Arsch. Das ist ja das Problem an dieser Peer-to-Peer-Kacke hier. Moin Moin, auch am Schmelzen, fragt Iros Sagittarius. Danke für die 2 Münzlis. Ist schon heiß, ja, aber die vergangenen Tage waren krasser. Momentan geht's auf jeden Fall. Momentan geht's. Sonst würde ich auch nicht streamen. Weil das ist ja die Hölle beim Streamen schwitzen, Alter. Oh mein Gott. Marcel Presowski, danke für deine VIP-Mitgliedschaft. Und Alpakevi Lucre für eine Münze. So, was jetzt? Wer zuerst das Ziel erreicht, hat gewonnen. By the way, es kann auch sein, dass bei diesen Gegeneinander-Spielereien. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin Luigi, okay. Feuerblume. Dass da auch mal Level dran kommen mit Sonderkonditionen. Von wegen sammel so und so viele Münzen. Was? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe mir jetzt extra die Blume geholt, weil ich natürlich nicht damit gerechnet habe, dass das Level nach 3 Sekunden schon zu Ende ist. Was ist denn das für eine Scheiße? Da haben wir jetzt Pech mit dem Level gehabt. Was war das denn? Es war nothing special, es war gefühlt nur 5 Meter lang. Ja, cool. Und dafür. Ja, okay, nur 4 Minuspunkte, das kann ich verschmerzen. Aber durch so einen Quatsch ist jetzt meine Siegesserie gerissen, Alter. Richtig lame. Aber ich hoffe, dass genau dafür auch der Boo-Button da ist, weil wenn das Level jetzt gehatet wird, was hoffentlich jeder gemacht hat, dann kommt es in diesem Modus nicht mehr dran. Weil, ich meine, was soll das? Ja, man holt sich ein Power-Up und schafft es dann nicht mehr zum Ziel, weil es schon da vorne ist. Richtig lame. Egal. Tobi G, danke für 2 Münzen. Hey, Tommy, wie geht's dir? Ja, wunderbar, wunderbar. Bis auf, dass ich jetzt von dem Level sehr getriggert war. Wie er Lucref ausgesprochen hat. Ja, heißt es Lucru? Keine Ahnung, sorry. Also bei den Namen kann ich halt nie wissen, was derjenige, der sich den Namen gegeben hat, so gedacht hat. Und wir müssen unbedingt mal unseren Look ändern. Ich bin immer noch in diesem Babystrampler unterwegs. Das kann man sich eigentlich nicht geben. Don't get greedy, oh no. Das sieht schwer aus. Also, beziehungsweise hört sich schwer an. Wenigstens ist angegeben, dass es ein kurzes Level ist. Hätte ich vielleicht vorher auch mal drauf achten sollen. Aber trotzdem, kann man ja nicht ahnen, dass nach 3 Sekunden schon um ist. Warte, ich renne jetzt trotzdem mal los hier. Oh, warte. Ja, klar. Super. Oh, da ist ein Yoshi. Als ob. Aha, ich hab ihn. Aber die Blume nicht. Kann man die Gegner eigentlich auch fressen? Lol, tatsächlich, ich kann den Luigi einfach fressen. Nein! Wobei, warte, ist eigentlich ganz gut. Ich habe zwar den Yoshi verloren, bin aber irgendwie in diesem Klo hängen geblieben. Oh mein Gott! Und bin trotzdem nur 2. Aber Respekt an den Toad, er hat's durchgeschafft. Ah, ist halt auch viel Glück dabei, ne?
Kriegt man jetzt wenigstens trotzdem Punkte, weil man halt Zweiter wurde, aber das Level war halt einfach nur Gegner gespammt, deswegen kriegt es von mir leider auch ein Buh. Das ist halt nicht so toll. Boah, Alter, echt? Man kriegt trotzdem Minuspunkte, obwohl man Zweiter war. Oha. Ja, mega gemein. Kennst du Attica? Na, persönlich nicht, aber klar kenne ich den. Traurige Geschichte auf jeden Fall. Zockerfreak, danke für 10 Münzen über Tippi. Vorgestern Gehalt bekommen. Gönn dir die 10 Münzen, bist der Beste. Danke dir, Mann. Ich hab meins noch nicht bekommen, aber passt schon. Hab gar nicht mit einem Stream gerechnet. Stand, glaube ich, auch nirgendwo an, Dane. War ein bisschen spontan, aber hat sicherlich keiner was gegen, oder? Ach Mann. Okay, warte mal, wir customizen uns mal kurz, weil ich keinen Bock habe auf dieses aktuelle Outfit. Und wir haben ja mittlerweile schon was Neues freigeschaltet, wie zum Beispiel diese Border-Maske. Oh yeah. Dann ziehe ich noch den Pilz an. Das sieht ja mal mega cool aus. Oh, okay. Wir wechseln mal komplett auf Bowser. So. Passt vielleicht auch zu meinem Aggro-Stil gerade. Und zurück in den Gegeneinander-Modus. Ich finde einen angepinnten Kommentar nicht. Doch. Deswegen ist er ja angepinnt. Part 1, der allererste Kommentar. Ansonsten, ich pack's später auch nochmal in die Videobeschreibung von dem Part. Das sollte das Problem dann lösen. Boah, Digga, jetzt stell doch mal die Verbindung her. Was ist denn das? Also, das nervt schon richtig. Hast du eine gute Kühlung? Leider nein, aber ich habe beschlossen, ich werde mir eine Klimaanlage anschaffen, weil es geht einfach nicht mehr ohne. So, jetzt sind wir wieder. War klar, dass der Nintendo Online-Modus verkackt, schreibt Dupin. Ja, gut, es dauert zwar manchmal ein bisschen, bis man Gegner gefunden hat, aber wirklich unspielbar war ja jetzt nur das allererste Level, oder? Alle anderen waren ja noch soweit in Ordnung. Wie lang ist die Verzögerung vom Stream? Also bei einem 4K-Stream kann es bis zu einer Minute sein. Verdammt, ich wollte den Panzer eigentlich auf meinen Mitstreiter schleudern. Der arme Luigi. Ba, 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 ba. Oh, Hammer, Bruder. Und wir schaffen das. Nein, kein Power-Up. Ja, genau! Als ob genau in dem Moment dann diese Pflanze rauskommt. Du mich auch, Alter. Lächerlich. Gib mir den Pilz. Okay. Oh, aber da ist einer jetzt schneller, ne? Oh, das ist aber ein sehr, sehr, sehr gutes Trigger-Level. Versucht ihn mit dem Panzer noch zu treffen irgendwie. Nein! Er hat ihn perfekt gestoppt und dann drüber gesprungen! Als ob, was hat der Typ für einen Luck? Okay, wir sind jetzt groß, Hier ist eine Blume. Blume. Nein, verpiss dich. Ja! Komm hoch! Okay. Sehr gut. Wunderbar. Checkpoint? Was? Wieso Checkpoint? Da unten ist das Ziel. Hä? Muss ich jetzt den Schalter aktivieren? Okay, respawn, schnell. Nein, er hat's gecheckt. Aber da unten ist auch ein Eingang in das Ziel. Komm schon. Nein! LOL, ich hab's für ihn geschlossen. Nein! Oh, scheiße. Oh, ich bin aber auch so dumm. Ah, ja, das war schon klar. Man musste da dem Weg folgen, da war irgendwo eine Tür. Ah, das Level war mittel. Verdammt. So knapp, ne? Ja, aber es ist halt auch sauschwer, immer Erster zu werden. Ganz im Ernst. Der Typ hatte, glaube ich, 5 Siege in Folge. Heftig. Seit 8 Monaten und 13 Tagen stolzes Mitglied. Das freut mich, Paul15.
Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Zeit. Bald hast du die Cap als Icon. So, jetzt muss aber wieder ein Sieg für uns her, oder? Kann es ja wohl nicht sein hier. Wie lange wirst du streamen? Gar nicht so lange. Also das soll ein Part mit relativ normaler Länge sein. Und wir das ja auch im Nachhinein noch anschauen können. Daher ist eine normale Partlänge geplant. Was ist das denn für ein Mülllevel? Das sieht jetzt schon absolut trashig aus. Mann, dieser Toad hat mich gepackt gehabt. Aber trotzdem bin ich als einziger hier durchgekommen. Haha. Okay, Luigi ist tot. Das ist leider ein absolutes Dreckslevel. Wieder nur Gegner gespammen und so ein Scheiß. Na gut, jetzt haben wir aber wenigstens mal einen Pilz. Manchmal ist es auch ein Vorteil, ein bisschen langsamer zu sein und dafür zu überlegen, was man tut. Ich hatte halt drauf gepokert, dass da eine Blume drin ist. Okay, wir müssen unbedingt darauf. Jan, wie soll man darauf kommen? Ganz im Ernst, was ist das denn für ein Scheiß? Aber aufgeben ist nicht. Wir ziehen durch. Ich glaube, bei der Stelle da hinten braucht man ziemlich viel Anlauf. Aber hier kommst du doch gar nicht durch, ohne getroffen zu werden. Oder warte, ich glaube, man muss sogar auf diesen Pickelkäfer draufspringen oder so. Oder hier geduckt durch. Ja, so. Okay, ich hab's gecheckt. Da ist das Ziel. Warte, man kommt aber nicht so einfach hoch. Wir müssen oben drüber. Wir müssen oben drüber mit Anlauf. Oh, ist das ekelhaft. So ein Scheiß. Oh nein, der Toad. Yes! Durchgebissen. Aber das ist absoluter Müll. Kaum zu glauben, dass ich schon seit 9 Jahren kenne. Sogar ein bisschen mehr. Kann ich auch nicht glauben. Die Tür war am Anfang. Was? Welche Tür? Und 4000 Zuschauer. Auf 4000 Likes? Immerhin, man bekommt richtig viele Punkte für einen Sieg, ne? Das ist aber auch gut so, weil dann frustriert's nicht. Wenn sie einem jetzt mehr abziehen würden für die ganzen Niederlagen und man quasi jedes dritte Mal gewinnen müsste, um im Plus zu landen, dann ist es, glaube ich, nur noch Rage und nur noch kein Spaß, einfach. So ist es in Ordnung. Lichtschalter HD, danke für 3 Münzen über Tippi. Support ist kein Mord. Feier deine Videos schon. Schönen Tag noch. Dir auch, Mann. Danke dir. Manuel ist neues Kanalmitglied geworden. Willkommen bei den VIPs. Oh, mein erstes Nachtlevel, glaube ich. Und dann auch noch dieses wunderschöne NSMBU-Theme. Aber wie es aussieht, müssen wir es laggend ertragen. Uff. Belastend. Boah, immer packt mich einer, ne? Diese dumme Toadette, aber sie ist gestorben, ich nicht. Hey. Was? Ach komm! Das Level mit aufsteigendem Gift? Nein! Natürlich krass. Wobei, warte, ist das nicht sogar immer bei Nacht so hier in NSMBU? Da war doch was. Naja, wie auch immer. Das ist natürlich eine richtig böse Kombination. Lag und Gift. Lag ist Gift. Oh, hätte ich warten sollen? Ja! Oh, ich lebe noch! Oh mein goodness! Aber Toadette ist durch, so ziemlich. Zumindest, nee, die ist ja noch hier. Ich dachte, die wäre schon weitergelaufen. Hallo? Komm mal her. Oder kann ich dich nicht packen? Doch, lol. Hier sind Pilze drin. Pilze. Boah, das sind 5 FPS gerade. Ohne Scheiß. Richtig belastend. Oh, der bleibt stehen! Gift, sinke bitte. Okay, hier ist ein Jackie. Sie ist tot. Okay, cool bleiben. Blume holen. Jetzt können wir es eigentlich ganz entspannt machen. Auf ganz entspannt. Aber lass es auch nicht aufhören zu laggen, Junge. Wer ist denn da schuld dran? Ja, ich weiß schon, warum Nintendo keine Freundescodes von Anfang an haben wollte.
Weil die sich halt auch dessen bewusst sind, dass sie den Müll, die hier fabriziert haben mit dem Online-Modus. Also macht das keinen Spaß. Hier, ich konnte jetzt diesen Sprung gar nicht einschätzen. Jetzt war ich fast zu weit gesprungen. War wahrscheinlich bei Toadette genau das selbe Problem. Yes, Ziel, 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 Ziel. Auf Ehre. Was erwartest du vom Breath of the Wild Sequel? Ich wünsche mir wieder richtige Dungeons. Und die Schreine können sie ja beibehalten, aber bitte weniger und mehr Anspruch. Und ich habe mir überlegt, in die Schreine könnte man ja dann Herzteile oder sowas reinpacken oder andere wichtige Items. Dann hast du nämlich diese Schreine am Start mit der Open World und gleichzeitig noch richtige Dungeons, so wie früher. Ja. Also ich würde mir, um es so zusammenzufassen, wünschen, dass es... Na, war Mittel. So eine Mischung einfach, so eine perfekte Mischung aus dem klassischen und dem neuen Zelda wird. Also diesen Breath of the Wild-Stil und den alten Zeldas. Noch ein bisschen besser abgestimmt. Wieso leckt es? Bin gerade erst gekommen. Naja, weil das alles hier auf Peer-to-Peer basiert. Belasto. Natalia Zeller, danke für eine Münze und Oleg Ma für 20 Münzen sogar. Vielen, vielen Dank. Wir haben schon das erste Level halb voll. 500 Punkte, läuft. Queen Buet! Willkommen bei den Mitgliedern! Auch wenn ich dachte, du wärst schon längst dabei. Stream lag? Nein, tut er nicht. Das sind die Level. Muss man schon unterscheiden. Der Stream läuft perfekt! Ist halt echt so, ne? Nachdem ich meine 1 Gigabit-Leitung gekündigt hatte, weil da Probleme waren, wie Vodafone mir auch bestätigt hatte. Mit der 500.000er, wo ich zurückgebucht hatte, läuft's wieder. Oh nein, ein Level, das schon My First Level heißt, kann meistens nichts Gutes sein. Oder? Okay, ich zieh mir zumindest mal diesen Helm an. Ja, einer muss den Schalter betätigen, ihr Dödel. Mach ich halt hier den Ehrenmann. Ja, toll, aber hier muss man doch eigentlich zusammenarbeiten. Im Prinzip braucht sich nur einer ganz vorne hinstellen und warten, bis die anderen die Schalter aktivieren. Und der hat dann gewonnen. Aber komm, ich bin Ehrenmann. Ich bin jetzt nicht so und warte da. Ich aktiviere. So. Siehst du, ich bin fair. Ha! Gerechtigkeit! Ich komme sogar als Erster durch. Gerechtigkeit siegt. Wenn ich ins Ziel komme, zumindest. Na gut, also für ein erstes Level ist das gar nicht mal so scheiße. Da habe ich Schlimmeres erwartet. Hier runter, okay. Checkpoint. Gibt auf jeden Fall schlimmere erste Level. Boah, war das knapp. Yes! Gerechtigkeit siegt! Teamplay. Und dann am Ende doch der Einzige mit der Krone. Schön, schön. Willst du auch mal Level bauen? Ah, ich muss überlegen. Das dauert halt sehr viel Zeit. Und für den ersten Level war es echt gut. Er kriegt auch mal ein Mittel. Wer ist Domtendo? Ich weiß nicht. Das ist so ein Typ, der den ganzen Tag nur zockt und ein bisschen geistesgestört ist. Du lernst ihn sicherlich bald kennen. Der ist auf dem Kanal häufiger vertreten, der Gute. Was ist hier die Frage? Schwert oder Schild? Ja, weiß ich nicht. Ist zu früh, um das zu beantworten, aber momentan Schwert. Wenn wir von Pokémon sprechen. Blacky Gaming, vielen Dank für deine VIP-Mitgliedschaft und willkommen. Oh yay, wieder kein Lag. Sehr gut. Endlich mal Leute, die ordentliches Internet gebucht haben. Oder im richtigen Land leben, weil hier in Deutschland kannst du ja manchmal nicht anders, ne? Grüße an unser Digitalisierungsministerium. Oder eigentlich an die gesamte Bundesregierung. Grüße gehen raus. Oh, das ist cool gemacht, weil die Cheep-Cheeps auch einen Fisch formen. Oh, lol, lol! Nein! Ich hätte fast gewonnen, weil Toadette zu weit geschwommen ist. Wegen einer halben Sekunde nicht mal.
Aber ich habe auch die Zielflagge erreicht. Kriege ich jetzt trotzdem Punkte? Weil es ist ja keine Niederlage in dem Sinne. Ach komm, ist nicht fair. Weil der Cheap-Dieb zu schön war, kriegt er ein Mittel. Aber an sich war das Level halt... Mäh. Mann. Das ärgert mich jetzt schon. Okay, ein Minuspunkt. War so mega knapp. Und er hat es ja auch nicht wirklich verdient gehabt eigentlich. Er ist eigentlich nur durchgesprochen. Okay, ich will jetzt nicht haten, ich will nicht haten. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut. Ich bin jetzt ein bisschen salty gewesen, weil das Level einfach... Ja, durchschwimmen war und mehr nicht. Was redest du da? Es gab keine 500 Donation. Nach einer schönen Abkühlung im Pool jetzt gucken. Oh, Aurea Müller, jetzt bin ich neidisch. Mir ist zwar nicht so mega heiß, aber ich spüre die Hitze schon und ich hätte jetzt nichts gegen den Pool. Oh, wir sehen Super Mario World, Gebirgs-Theme. Was ja hier für Mario Maker 2 erstellt wurde. Oh, das sieht richtig geil aus, Mann. Ich glaube, hier haben wir ein Top-Level vor uns. Schönes Design. Nicht wirklich schwer und so, aber schönes Design. Aha, ich bin Erster. Oh, und die Musik. Koji Kondo. Daumen hoch. Jackie. Oh, oh. Was ist da mit der Tür? Da komme ich da rein. Oh, toll, hier sind nur Pilze. Ich dachte, da wäre wenigstens eine Blume. Oh, oh, nein! Toll, jetzt habe ich ein Problem. Aber ich komme durch und Toadette nicht. Darauf kommt es letztlich an. Haha. Muss ich hier durch? Nein, muss ich nicht. Aber ich nehme den Powerblock mal mit. Das ist eine epische Mucke. Ich höre die zum allerersten Mal. Oh, 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 oh. Warum habe ich das jetzt liegen lassen? Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich das Teil verloren habe, aber... Ich lebe noch. Und ich bin im Ziel, Mann! Yes! Und weil es echt schön designt war, kriegt es sogar einen kompletten Like diesmal. Ja, man muss gönnen. Es war jetzt nicht... Wow! Aber man muss einfach gönnen. Annika, Ruki-chan! Willkommen bei den VIPs. Wir sehen uns jedes Jahr, aber ich glaube, dieses Jahr haben wir es noch nicht gesehen, ne? Gamescom dann. Ups. Also ich sag mal so, wir machen den Stream jetzt so lange, bis ich ein Level-Up habe. Ja, das passt auch gut. Dann sind es so 40, 45 Minuten. Ich glaube, das ist für so eine Partlänge voll in Ordnung zum Nachgucken. Ich habe heute auch meinen Pool aufgestellt. Ich könnte auch. Aber jetzt ist es halt schon ein bisschen spät, ne? Wobei, es ist nie zu spät für eine Abkühlung. Hier in Ägypten sind es gerade 41 Grad. Uff. Ah, kenne ich. War ja in Las Vegas, da ist es ähnlich heiß gewesen. Forest Away, 1-1. Was ist das für ein Level? Aber der Titel klingt interessant. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Läuft wieder flüssig. Also in letzter Zeit läuft es gut mit den Verbindungen. Ah, scheiße. Kacke. Also gefühlt haben wir jetzt zwei Drittel gute Verbindungen gehabt und ein Drittel schlechte. Aber ich habe... Ja. Habe ich mir schon fast gedacht, dass ein Fail ausreicht und dann RIP. Mist. Wieso wurde ich nicht von YouTube benachrichtigt? Echt? Ging keine Glocke raus? Ja, ich habe das Level jetzt nicht ganz gesehen. Ich bewerte es mal nicht. Ging etwa keine Glocke raus? Lol, tatsächlich. Aber vielleicht, wenn der Stream abgeschlossen ist. YouTube gönnt mal wieder nicht. Aber hey, wir haben hier trotzdem... 4.800 Zuschauer, ohne Glocke. Läuft. Und wenn es gefällt, gerne einen Like da lassen. X-Pikmin U, danke für 2 Münzen über Tippi. Für den Darm. Aha. Stehe ich jetzt nicht hundertprozentig, aber gut.
Würdest du aus Deutschland wegziehen? Ja. Überlege ich schon recht häufig. Oh, nee. Diesmal laggt's wieder. Ich hätte mich nicht so freuen dürfen letztes Mal. Nee, keine Benachrichtigung. Ja, ich habe gerade auch nachgeguckt bei einem zweiten Account von mir. Die Glocke ging nicht raus, aber dafür haben wir sie hier. Ah, belastend. Ist das jetzt ein Lag-Rekord? Weil dann überlege ich, ob das das erste Mal ist, dass ich abbreche. Ich meine, guck dir das an! Warum hast du keine Spendenbenachrichtigung? Die Zeit hat gezeigt, dass ich das nicht so mag, wenn das so eingeploppt wird und so. Kann man sich für Mario Maker schon nochmal überlegen, es wieder zurückzuholen. Aber ich lese es ja alles vor, von daher nichts geht verloren. Ach, das ist unspielbar, Bruder. Das ist ja absolut unspielbar. What the fuck? What the fuck? Das ist bisher die größte Katastrophe. Ich weiß nicht mal, wer ich bin. Ach, Toad, okay. Ja, aber dass die Nintendo-Verbindung das nicht selbst merkt und sieht, ey, nee, so lieber nicht. Der hat nur einen Mbit hoch und runter. Zeitlupenaktion. 0,2 FPS, ja, aber wirklich maximal. Nee, komm, das können wir uns nicht antun. Was ein Dreck, Alter. BTF! Das war die größte Scheiße bisher. Absolut traurig. Zieh nach Madeira. Das dauert halt sehr viel Zeit. Habe ich das gesagt? Ups. Entschuldigung. So, jetzt hoffe ich aber mal, dass die mir jetzt nicht unendlich viele Punkte dafür abgezogen haben, dass ich jetzt rausgegangen bin. Weil das wäre hart unfair. Aber ich befürchte es fast. War ja früher bei Nintendo-Spielen auch immer so. Ja, du hattest keinen Bock auf den Lag, sagst dir, nee, ich geh raus, such mir andere Mitspieler und dann zack, 1000 Punkte weniger. Man kennt ihn. Also man konnte ja alles noch irgendwie ertragen und entschuldigen, ne? Aber das war gerade wirklich zu krass. Und wie viele Punkte habe ich verloren? Liebes Nintendo-Team? Ich verliere Punkte, weil ihr die Verbindung nicht richtig aufrechterhalten könnt. Alles klar. Alles klar, so kann man das natürlich auch machen. Top. Läuft bei euch. Läuft bei euch aber hart. Wird das einfach im Menü abbrechen können. Ja, wie denn? Ich habe alle Knöpfe gedrückt, da ist nichts erschienen. Okay, sie haben mir nicht so mega viel abgezogen. Es ist im Rahmen. Nice Ice Construction Site. Okay. Aber stand da Gegner-Spam? No. War kein Lag, yes. Geh doch weg. Renn, renn, renn. Schneller. Oh nein. Oh, das war dumm. Oh Gott. Lol, danke, Luigi. Oh, ich bin so dumm, fall wieder runter. Komm, in die Glasröhre. In die Glasröhre, du Honk. Geht das nicht, oder was? Ja, warum ist sie denn da platziert? Ja, das ist sowieso schon wieder so ein zusammengewürfeltes Level, was gar nicht so geil ist. Aber wenn wir gewinnen, ist mir das egal. Nein, aua. Ziel, 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 Ziel. Yay. Nintendo Sozial.
Mir wäre es lieber, wenn sie den Scheiß fixen würden, aber gut. Und, haben wir jetzt das nächste Level erreicht? Aber was geben wir dem jetzt? Mittel oder Bu? Ach, Mittel. Noch sind wir nicht so böse und anspruchsvoll. Minus 20 Punkte, schreibt einer. 20 für... Ja, ist okay, ist okay. Wohin würdest du ziehen? Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht genau sagen. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind versus Rang C jetzt. Yo. Also ab sofort kommen wir wahrscheinlich auch mit heftigeren Spielern zusammen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil diejenigen dann meistens auch eine bessere Verbindung haben. Yes. Na gut. Dann gucken wir noch, welche wunderschönen Outfits wir so freigeschaltet haben. Ich bedanke mich bei Mr. Chocolate für sein VIP-Abo und bei Firewall für 2 Münzlis. Ich glaube, ich mag Kisten. Ja, ich nehme sie häufig mit, ne? Aber auch immer, weil ich denke, diese Kisten, die könnten mir Schutz bieten und so. Dabei ist das eigentlich gar nicht der Fall. So eine Gifthose ziehe ich noch an. Boah, jetzt bin ich aber der Hardcore-Gangster, oder? Okay, ich ändere mal meine Position in kampfbereit. Wobei dieses Mario-Shirt passt eigentlich dann gar nicht so dazu. Es ist zwar hübsch, aber es passt nicht dazu. Na gut, die anderen, die ich habe, allerdings auch nicht. Ja, dann machen wir das Unterhemd. Alles klar. Ja, Leute, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Dabeisein. Hinterlasst gerne einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Online-Part. Ciao. We'll be right back.